Denn wir haben nur noch 6 Feuer zu entzünden. Hui. Und das da ist mein nächstes Ziel. Was ist denn da im Wasser? Gold. Schnapp es dir. So, lass mich raten. Wir können ja auch wieder nicht hochfahren. Nö, hier ist noch nicht mal mehr ein Rädchen zum Drehen. Ist dann einfach mal gar nichts. Okay. Mal gucken. Da wollen wir hoch. Manu! Was ist denn das Blaue hier eigentlich? Ist doch auch noch ein Weltenriss. Da waren wir auch. Schon. Okay, da gehen wir gleich nochmal hin. Jetzt will ich erstmal das Feuer hier anmachen. Aber wie? Kratos, ich will einfach nur gucken. Hör auf zu rudern. Gut, bringt mir nichts. Fang wieder an zu rudern. Das sieht vielversprechend aus. Ah ja, da läuft auch gleich ein Troll rum. Da guckt... Halt! Also, Männer, ey, meine Güte. Da sagt man, Frauen können nicht Auto fahren. Wer kann denn hier bitte nicht Auto fahren? So. Hallo Troll, wir sind's. Er sagt lustige Dinge. Junge. Hallo. Noch eine Karte, super. Der ist neu. Den kenne ich noch nicht. So einen habe ich noch nie gesehen. Ist kein gutes Zeichen, oder? Toll. Was passiert. Toll, jetzt ist Stein. Okay. Wer hätte das gedacht? Ich kriege ihn klein. Also ich muss ja mal sagen, das war ein ziemlich schöner Troll mit dem Blau und dem Schwarz. Mir gut gefallen. Cool. Es ist so krass. Also, hier, Niflheim, ne? Ich kann wirklich, ich habe richtig das Gefühl, Niflheim hat uns unheimlich viel besser gemacht, oder? Was würdet ihr sagen? Also Kratos und mich, meine ich. Wir sind jetzt überhaupt nicht mehr so schnell tot. Achso. Auf geht's. Das Traurige daran ist natürlich, dass wir jetzt auch viel schneller spielen, ne?
Das ist ein bisschen schade. Okay. Dann mal los. Noch ein Name. Er. Eine noch. Mädels. Jungs. Dann haben wir sie alle. Aber ich habe da unten noch ein bisschen Spielplatz gesehen, den ich gerne noch erkunden würde. Das war ein bisschen knifflig, ne? Da sind bestimmt auch viele dran verreckt in erster Instanz. Ich habe es ja gar nicht erst versucht, es war ein Zufall. Und Atreus sagte dann, Mensch, jetzt können wir doch alle Feuerschalen mal anmachen. Aber wenn man da am Anfang, wenn man das noch nicht weiß, sucht man sich ja dumm und dämlich. Aber ich habe mich auch schon so viel dumm und dämlich gesucht in diesem Spiel. Gucken, wo wir hier landen. Hopp. Oh, ich höre einen Zwerg. Da ist ein Zwerg. Aber nur ein Zwerg. Hallo. Habt ihr euch wieder gestritten? Mein Bruder und ich arbeiten beim Tempel an etwas Besonderem für euch. Cool. Okay. Falscher Knopf. So, gucken wir nochmal. Verbessern. Naja, wir haben ja unseren, ne? Der halt viel cooler ist. Behalten wir auch. Ich sage ja jetzt, wo wir die gelben Sachen haben. Oh, das ist aber interessant. Aber es ist dasselbe. Nö. Bleiben wir bei unseren. Na schön. Komm einfach wieder. Ach so, warte mal. Ja. Für den Knirps. Warte mal. Zack. Genau. Lass uns da mal gucken. Wir haben die legendäre Präzisionsschützenkluft. Was darf denn sein? Kann ich das nicht bei dem Kleinen auch verbessern? Nee, da kann ich nur. Ach so. Okay. Was ist mit dir, Kleine? Ja, naja, da hatte ich auch schon überlegt. Ja, nö, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Was machen wir jetzt? Von da kamen wir, gehen wir mal hier lang. Oh, es ist toll. Guck mal, wir sind direkt hier an der Statue. Cool. Oh, gehen wir mal runter, ne? Wenn wir so nett gefragt werden. Ach so, nee, ich kann nur was ausgraben. Wen haben wir? Ah, okay. Komplett. Das ist ja toll. Ach, ich sehe schon, wir werden noch eine Weile mit diesem Spiel Spaß haben. Cool. Wir haben die Schatzkarte komplett. Da bin ich gekommen. Geht's da weiter? Ich überlege, wie viel ich am Anfang noch falsch gemacht habe. Zum Beispiel
bei Kratos Rage habe ich immer aus Versehen die Axt geholt. Und dann war natürlich die Rage sofort vorbei. Aber woher soll man das denn auch wissen, wenn man das zum ersten Mal spielt? Oder gab es das in früheren... Seht ihr den Frosch? Ist der hübsch? Gab es das in früheren Spielen auch irgendwie? Ich mache jetzt ein Foto von dem Frosch. Weil er so hübsch ist. Nein, ich schlag jetzt nicht auf den Frosch. Mach ich nicht. Na, Kratos, hopp. Mal gucken, wo wir sind. Wo sind wir? Ja, Wahnsinn. Wo sind wir denn hier gelandet? Sind wir denn hier? Ist ja toll. Wo sind wir hier? Das habe ich mich ja auch gerade gefragt. Die acht Throne. Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Ja. Was immer das hier ist, es sieht wichtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert. Okay, was machen wir jetzt hier? Ja, hier mal so entlang streifen. Ha. Was ist es? Cool. Schatzkarte komplett, wo sie nie suchen würden. Mann, ey, das ist ja voll gut. Gut, dass ich hier rumgelaufen bin. Aber was machen wir jetzt hier? Nix. Gehen wir wieder zurück. Immerhin haben wir die Schatzkarte. Komplett. Weiß ich nicht. Wir gehen wieder zurück. Weil so viel zu sehen gab es hier dann nur auch nicht. Hier geht's noch weiter. Ich höre irgendwo die Lampe brennen, aber ich... Okay, wir müssen sie irgendwie von oben kriegen. Da. Natürlich ein bisschen nervig, dass ich da nicht direkt reinspringen kann. Okay, und jetzt? Atreus und ich sind uns sehr einig. Wir fragen die ganze Zeit, wohin gehen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Da kann ich nicht hoch. Wohin jetzt? Wann sind wir da?
Wir müssen noch die letzte Feuerschale anmachen. Ich weiß auch noch nicht, wo wir die finden. Ich habe sie noch nicht gesehen. Und dann hatte ich nämlich noch was anderes hier gesehen. Das ist der Zwerg, okay. Vom Zwerg kamen wir ja. Hier geht's zurück zum Zwerg. Ich dachte, ich hätte hier noch irgendwas gesehen. Schon gut versteckt. Hui! Mein Bruder und ich arbeiten beim Tempel an einem neuen Projekt. Kommt vorbei! Machen wir ja. Aber erstmal will ich die Feuerschalen alle anzünden. Schon mal dabei bin. Jetzt habe ich einmal angefangen. Wir brauchen nur noch eine. Okay, die brennt, die brennt. Das war cool mit dem Walküren-Wohnzimmer da. Die brennt, die brennt, die brennt. Tja. Fahren wir einmal rum. Kann ja nur auf der anderen Seite sein, da wo wir es jetzt nicht sehen können. Da haben wir sie auch schon, die letzte Feuerschale. Na, ich bin ja gespannt. Das sieht doch jetzt schon so aus, als fahren wir da mal lieber hinten rum, oder? Die Schlange hat sie gefressen. Was hat die Schlange gefressen? Geht es natürlich auch nicht hoch. Warum auch? Immerhin kriegt man eine kleine Belohnung dafür, dass man es bis hierher geschafft hat. Gut, gehen wir gleich wieder weg. Nicht lang fackeln. Also doch meinem ersten Impuls folgen. Okay, aber in die Hexenhöhle wollen wir doch eigentlich nicht. Gucken wir uns das mal an. Das war ja mal diese Torstatue, oder? Mal da oben wartet auch schon der Springer auf uns. Kann er lange warten. Ja, ich sehe noch die Beine von der Torstatue.
Ich überlege noch. Ich sehe jetzt auch so gar nichts, was uns helfen könnte. Und hier ging es ja nicht weiter, ne? Da war ja nichts. Nee. Ja, Kratos, sieh mal zu jetzt. Was ist denn da im Wasser? Gold. Ah. Aber ist hier nicht auch die Hexenhöhle? Wartet mal, gibt es zwei Hexenhöhlen? Das ist der Turm. Das ist der Muspelheim-Turm. Aha, der Muspelheim-Turm. Sagt euch das was? Na, wir haben hier, wir haben den Asgard-Turm, den Zwafelheim-Turm, Helheim-Turm, Alfheimturm, Jötunheimturm, wie hieß das Ding? Wannerheimturm. So, und das ist der Muspelheimturm. Jetzt hör doch mal auf. Schluss. So. Muspelheimturm. Und da waren wir noch nicht. Wir waren noch nicht in Muspelheim. Und das werden wir nämlich jetzt tun als nächstes. Wir brechen nach Muspelheim auf. Oder? Warte mal, Alfheim? Helheim? Niflheim? Genau. So. Next Stop Muspelheim. Und dann gucken wir mal uns erst da um. Und dann versuchen wir, den Muspelheim-Turm zu entzünden. Es ist ein witziger Zufall, dass ich den zum Schluss gemacht habe, ne? Da wäre ich sonst nie drauf gekommen. Naja, vielleicht hat es ja auch gar nichts damit zu tun. Alles klar. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich hole euch genau hier morgen wieder ab. Und ich freue mich auf euch. Bis dann.